Sie sind alle zurückgekommen. Station ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. Reicher, hast du von Bernie jetzt gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Wir haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder. Vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Hijack. Was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir das, Watchen. Ich hab ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Thank you.
Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Keine Spur von ihr. Aber ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich muss nur noch ein Schockbett finden. Okay, mach schnell, Isaac. Schwerelosigkeit aktiviert.
menschliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Persönliches Log von Dr. Nicole Brennan. Durch medikamentöse Behandlung und Zero-G-Therapie konnten wir Verbesserungen bei Patient Harris erzielen. Sollte dies anhalten, besteht Hoffnung für die anderen auf Aegis 7. Aber Dr. Mercer mischt sich weiterhin ein. Er behauptet, Harris' Wahnvorstellungen wären von religiöser Bedeutung. Ich werde notfalls Beschwerde einreichen. Wegen der Unitology-Scheiße verliere ich keinen Patienten. Nicht nochmal. Rick-Signal wird getrackt. Dr. Nicole Brennan. Rick-Standort? Nicht ermittelbar. Manuelles Rick-Tracking ist verfügbar. Daniels antwortet nicht auf Ihren Rick-Link. Wie ist dein Status? Ich habe ein Shockpad für die Barrikade gefunden. Ich gehe wieder zurück. Pass auf die Voidzahl auf. Ich will niemanden mehr verlieren.
in der Leichenhalle. Musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recount, damit wir den Computer nutzen können. Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Sicherheitsanfrage abgerufen. Ja, mich verlassen. Es war dunkel. Sie kratzten an den Wänden. Wie die Ratten. Ja, ich bin ihnen eingesperrt. Mercer, hier ist Terence Kyle. Wie war denn das, dass du alles bei Roy hinterlassen hast? Er ist diskret. Ich habe gerade ein Update von Eagle 7 erhalten. Die Situation ist schlimmer, als Captain Matthias zugeben will. 40% der Bevölkerung der Kolonie zeigen Symptome. Depressionen, Halluzinationen, noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Ugh.
Isaac, wie ist dein Status? Hast du den Rig des Captains? Verdammt! Ich übermittle jetzt die Codes. Ich habe es gesehen, Hammond. Ein fliegendes Wesen verwandelte den Körper des Captains in eins von diesen Dingern. Dasselbe muss auch mit Chen passiert sein. Gott. Vielleicht finden wir was am Hauptrechner. Wo ist Daniels, wenn man sie braucht? Geh zurück zum Sicherheitscheckpoint. Da ist es sicherer. Wenigstens kann ich deine Freigabe jetzt erweitern. Freigabe bestätigt. Isaac? Ich bin hier. Was ist denn hier los? Laut Computer sind die Shimura-Triebwerke offline. Wir sinken in die Umlaufbahn Richtung Aegis 7. Oh Gott. Ich muss zum Maschinenraum. Uns fehlt die Zeit. Die Monorail-Station ist offline. Außer, warte. Hier. Geh zurück zum Flugdeck. Ich leite dich von da aus. Laut Schadensbericht gibt es eine Abkürzung zum Maschinenraum.
Isaac, in diesem Schadensbericht steht, dass hinter den Hangartoren ein defekter Lastenaufzug ist. Ich öffne sie jetzt. Schwerelosigkeit aktiviert. Du brauchst deine Schubdüsen, um das hinzukommen. Vom Aufzugsschacht müsstest du direkt in den Maschinenraum gelangen.